correct your trajectory. Was ist das denn schon wieder für eine merkwürdige Spam-E-Mail? Mit dem Expander 3000 können Sie Ihren Lörres um 5 cm pro Monat erweitern. An Onkel Kreis geschickt. Kreis? Ich hab hier so einen Expander, Junge. Brauchst du auch wirklich einen? So einen bestellt? Nein. Ja, ja, klar. Ist doch ekelhaft. Warum kaufst du immer so einen Müll? Ich hab dir schon x-mal gesagt, das ist völliger Schwachsinn. Aber Expanding! Lass die Finger vom Expanding, mein Freund. Ey, ich hab 6 Monate expandert, Alter. Ich kann jetzt einen Stock drauf, ich kann den um den Stock wickeln und dann. Oh, ne? Weißt ja, du aber wie? Du hast schwere Probleme. Wirklich. Und du durch deine Spam-Mails. Spaß am Expandieren. Expandieren ist. Ja, das, aber was durch, durch deine Spam-Dinger, die du da immer annimmst, haben wir halt auch alle irgendwie Probleme. Das ist der nächste Punkt. Weil dann wieder irgendwie auf einmal, oh, guck mal, ich habe eine ganz merkwürdige E-Mail bekommen. Ich brauche Eisen, so. Hier, Schmulo Rosenstein hat mir wieder geschrieben. Schmulo Rosenstein, ja, das ist aber ein fieser Typ, ey. Der Schmulo, der hat Rosensteiner, der sagt, hey, Expansion und so. Brauch ein Ding, Rinde. Rinde und Mutigene. Wir brauchen mehr Sauerstoff und dafür brauchen wir mehr Bäume. Haben wir nicht mal irgendwie so ein... Was ist das denn hier? Was kann der dann? Oh, der gibt richtig dick. Den können wir doch auch machen. Wen können wir machen? Hier ist so ein richtig krasser Baum. Was braucht der? 2 oder so, ne? Zack, zack, zack. Ja, geil. So ein schönes Baumrezept halt, ne? Ja, wir machen jetzt halt dick Bäumchen. Bäumchen dick. Ich hätte nie gedacht, dass Eisen mal schwer zu finden sein wird, ne? So, ja, Eisen ist Mangelware geworden. Ich brauche viel Eisen für viele Schränke. Naja, brauche ich ja nur einen Zier Loten. Ach, wobei, ich kann auch die Dinger bauen, die neuen. Die neuen ergeben natürlich viel mehr Sinn. Aber da brauchen wir Leitplatten. Du brauchst immer noch die alten? Ne, wir brauchen jetzt schon die neuen. Ja, ja, aber da brauchen wir Leiterplatten. Ich war noch im alten Modus. Weißt du, da, ich muss halt erstmal. Mein Gehirn muss das erstmal verarbeiten. Hier ist doch so ein Dings. Wie hier so ein Dings? Ich hab eine Vollnuss gefunden. Wie eine Vollnuss? Können wir da nicht einen Vollnussbaum machen oder sowas? Ich hab hinterm Schwefeldings, die ist einfach aus dem Boden gewachsen. Wie hinterm Schwefeldings? Ne, hinterm Schwefeltal, am Wasserfall. Am Mannespfahl oder wie? Hinterm Schwefeltal, am Mannespfahl. Da war eine Vollnusspflanze. Sie war ganz kahl. Ich nahm sie mit, empfand es als normal. Doch als ich sie aß, fühlte sie sich an wie kahl. Du hast eine Schwellnuss gefunden. Ich habe eine Schwellnusspflanze gefunden, ja. Konnte man daraus nicht einen super geschwollenen Baum machen? Ich glaube schon. Ich bring das mal in die Basis. Da lag irgendwie wieder so eine Milbe. Wir brauchen halt diesen komischen Extraktor, ne, damit wir hier richtig schön welchen Baum bekommen. Ja, den Wasserextraktor. Genau, den brauchen wir. Ja, dann können wir Fischrohmasse ernten. Ja, mit der können wir dann, wo die Leute die ganze Zeit schreien, ihr könnt schon Fisch, ihr könnt schon Fisch, seit 6 Folgen. Braucht natürlich etwas, was ihr noch nicht habt, aber ihr könnt. Ihr könnt, rein theoretisch. Ich schätze mal, dass man es theoretisch auch vielleicht irgendwo finden kann. Hier, guck. Vielleicht, ja. Hast du gefunden? Hier, da, die Vollnuss. Die Vollnuss, ey. Sauerstoffmultiplikator 500. Daraus kann ich dann später so eine Spaßnuss machen, ne? Spaßnusspalme. Ja. Alter. Ein Amorelli-Baum. Liebesbaum kann ich damit machen. Obwohl, ich mach das. Alter, den Amorelli-Baum, Eis.de wird sagen, what? Ein Eis.de-Baum. Ich mach noch einen. Wow, Rucksackstufe 3, 6. 3, 6. Leiterplatten und sind die Laserbohrer. Mach ich das zuerst? Brauche ich mal 3 Stück oder so. Ich mach jetzt erstmal wieder neue Bohrer. Ah,
Warum hatte ich das Magnesium eigentlich mitgenommen? Achso, wegen Schilder bauen später. Bohrer brauchen halt so super viel Platz, diese riesigen, super mega, wir saugen den Planeten Leerbohrer von K-Industry, die aber irgendwie als wohltuende Maßnahme tarnen. Nö, das ist schon alles richtig so, das ist eine wohltuende Maßnahme für den Planeten. Aber warum blutet der Planet? Ja. Ey, der Planet ist voller Liebe, ja. Man kann auch vor Liebe bluten, das geht auch. Warum ist der Planet denn so komplett kaputt, Kreis? Ja. Ich nehme das jetzt erstmal hier raus und stelle hier eine Nachfrage nach... Nee, Eisen ist super selten geworden. Ich mache das nämlich jetzt so. Und so. Was fehlt denn? Jetzt habe ich das Zeug natürlich noch. Das packe ich erstmal in die alten Schränke wieder rein. War noch Titan? Oben im Schrank ist noch ein bisschen Titan, ja. Drüben haben wir noch keinen Teleporter, ne? Im Superland? Im Superland. Nee. Da können wir dann nochmal Spezialbohrer und so machen. Aber die bohren halt auch echt nicht so schnell. Die bohren relativ langsam. Schwefel haben wir da hinten auch ohne Ende. Ich müsste halt dann irgendwie jetzt anfangen, Ding zu machen. Gut, auch wenn sie langsam bohren, ist ja nicht schlimm. Weißt du, wenn ja, wir klar, sie holen alles raus. Natürlich, sie holen raus, aber... Wenn wir das alles verdronern am Ende... Wir verdronern das, ja. Später wird das alles verdronert. Auch in Zeotown, nicht in Zeotown, in der Osmanenschlucht müssen wir auch die Spezialbohrer hinsetzen. Nix drin. So, jetzt gehe ich gleich zurück und mache mir Baumverteiler. Dann hauen wir Sauerstoff in die Höhe. Was hinten nur? Jetzt hier ein Angebot erstelle von denen hier. Holen die Drohnen das dann hier ab? So, sind die Baumsamen fertig? Yes. Manchmal so ein Vollnuss-Schwengel. Aber auf Edelherb-Basis. Vollnuss-Edelherb. Ich wusste nicht, dass die hier rumwachsen können. Die stehen einfach rum. Ich bin gerade zufällig an einer vorbei und habe die Blüten gesehen und dachte so, hä, das sieht doch aus wie die Vollnuss meiner Großmutter. Das sieht doch aus wie der buschige Gaußen meiner Neandertaler-Mutter. Die alte Vulvanuss. Vulvanat. Wer kennt den nicht, den alten Johnny Vulvanat? Ja, mit der Vollnuss kannst du natürlich richtig gute Spritzbäume machen und dann wächst vielleicht noch mehr Vollnuss. Ja, aber mit dem Scherox machst du auch krass. Scherox aktiv, das sind auch gute. Scherox TV, war das nicht hier so? Das ist doch bestimmt irgend so ein YouTuber, Scherox TV. Ja, garantiert, heißt irgendeiner so. Du kannst doch, wenn du erstmal diese ganzen Schränke hast, dann kannst du auch mal diese ganzen Mini-Bohrer, kannst du alles entfernen. Brauchen wir nicht mehr. So, wie sieht's denn jetzt aus hier an der Sauerstofffront? Alter, hier ist ja gar keine Superlegierung drin in unserem Superlegierungstal. Nee, es sind Stäbe, die musst du halt zerlegen. Nein, hier in dem Super-Duper-Ding, wo die Tür auch ist. Ach so. Nee, wir müssen da spezielle Bohrer bauen. Das ist die nächste Aufgabe, die ich in Angriff nehmen will. Aber das kostet halt auch wieder Materialien. Bin ich schon am Machen und am Tun. Ey, wo sind die Superstäbe hin? Ist ja alles leer. Hast du die mitgenommen? Nee, die sind dann oben in dem großen. Ich habe oben einen großen Schrank für Superlegierung und Stäbe gemacht und so. Ich will da hinten jetzt Superbohrer bauen. Essen, 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 Titan.
Hast du jetzt schon vor diesen Superschränken was gebaut? Ja, ja, deswegen. Ich habe oben den einen Superschrank, den ich gemacht habe. Den habe ich auf... Ach, die sehen so aus. Oh, krass. Ja. Da müsste eigentlich jetzt... Ja, da haben die Drohnen schon schön reingeliefert. So, ich brauche Titan. Wo ist das Titan? Müsste auch... Ist aber noch nicht beschriftet, aber in irgendeinem... Oder? Doch, da ist sogar beschriftet. Ah ja. Aber die reiße ich dann, am Ende des Tages im Prinzip alle ab, ne? Ja klar, wir machen jetzt ja die Superschränke. Aber dafür brauchen wir mehr Leiterplatten und mehr Superlegierungen. Das heißt, wir müssen irgendwo, wo Superlegierung, wenn du jetzt da hinten in Supertown, ich mache jetzt richtig Super Duper Bohrer. Haben wir da einen Teleport in Supertown? Ich habe da jetzt einen Super Duper. Der heißt Super Duper. Super Duper. Super Duper heißt der. Da ist. Weil dann können wir da dann in den Schrank als Abgabe, weil der bohrt ja dann nur Superlegierung, ne? Der bohrt jetzt nur Superlegierung. Ja, genau, weil, ne, dann können wir da nämlich, ja, weißt du schon, hier für die Drohnen in Auftrag geben, dass die das da abholen sollen. Der ist jetzt voll auf Legierungsübertragung. Gut, gucken, aber hier ist ja gar nichts. Leiterplattenmäßig. So, an sich so Leiterplatten herstellen weg. Können wir nicht, ne? Noch nicht. Oder doch können wir, aber ich weiß nicht an welchem Gerät. Wir können ja auch diese Blasius-Dinger machen. So. Wird schon wieder lila hier. Kommt da so ein Superlegierungssturm auf uns zu? Keine Ahnung, aber wir haben jetzt da hinten so viele Superlegierungsbohrer, dass wir da jetzt eh bald keine Probleme mehr haben sollten. Wenn du jetzt nach Super Duper gehst, sagst du, wow, ich schlag da mit meinem Hosenschwengel. Mein Untermatz ist geschwollen. Mein Untermatz? Ich hab einen geschwollenen Mickelson in der Hose, wirst du sagen. Es wird nur lila, aber ich höre nichts abstürzen irgendwie. Das ist vielleicht sehr weit weg. Weißt du, was die machen müssten eigentlich, die Drohnen? Die müssten uns Ding machen. Dünger, Stufe 1 und 2. Für die Drohnen sind doch nur zum Transportieren, oder nicht? Ja, aber ja, mit dem Autocrafter so, weißt du? Also die eine Drohne müsste den Algenkram in den einen machen und dann hast du eine Kette. Du musst die Drohnen nicht speziell programmieren. Du musst nur sagen, du baust jetzt... du hast jetzt irgendein Ding. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob die Algen zum Beispiel, können die ja nicht vom Algensammler holen, oder? Das ist immer das Ding, was ich meine. Doch, so. Können sie. Kannst du dem Algensammler sagen? Wir brauchen dazu nur erst dieses andere Ding. Hier, warte mal, dieses, was wir jetzt gerade freispielen wollen mit Sauerstoff. Der sammelt doch auch Algen, glaube ich. Der sammelt doch das Meer leer. Ja, hier, ja, aber... Sammelt je nach Standort... Plankton und Fischeier. Nee, das ist er nicht. Irgendwo gibt es doch einen Algensammler, oder nicht? Hatten wir das nicht sowas? Wir haben einen Algensammler, aber den kannst du nicht öffnen und kannst der Drohne sagen, jetzt müsste ich nur mal gucken, ob wir in einem Schrank, warte, ich baue mal hier einen Schrank. Achso, hier, warte, da kann ich schon mal super wieder eingeben. Da brauchen wir auch keine Schilder mehr bei den modernen Dingern, hä? Das ist eigentlich ganz geil. Das sind die, ich habe mitgedacht, Schränke. Das sind die, ich weiß Bescheid, Schränke. So, wenn ich jetzt auf den Schrank hier drauf gehe und sage, ich brauche Nachfrage Algen. Dann weiß ich jetzt nicht, ob der Algen sammelt. So, wie sieht's denn jetzt aus? Steigt hier mal der Luftdruck? Boah, fast geschafft. Wir sind bei 110. Jetzt baue ich Raketen noch.
Nicht Luftdruck, Sauerstoff. Wo sieht man eigentlich Sauerstoff? Insektenmasse? Auf dem ersten Bildschirm, glaube ich. Nee, da ist Luftdruck. Das ist das ja nicht. Ah doch, oben. Sauerstoff, stimmt. Oh doch, es füllt sich mit Algen. Ja, die Drohne. Sie sammelt die Algen. Ja, und das musst du nur... Jetzt musst du es nur so machen. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Was gibt es denn hier? Insekten. Auch noch mehr Schmetterlinge. Was braucht man denn? Algen und... Was kosten eigentlich die Bienen? Baumrinde, die kosten auch Baumrinde. Oder, warte mal, nee, was wolltest du jetzt herstellen? Ja, Algen machen, also ich habe da einen Autohersteller gemacht, der macht, den habe ich direkt davor, der macht Bakterien. Da, diese, und ich will aber schon, also diese Mutagene Stufe 1 oder 2, weißt du, dass das Mutagen irgendwie hergestellt wird. Ach so. Du brauchst aber Methan, Schwefel und Bakterienproben. Bakterienproben. Ja, Methan haben wir hier auch. Wasser, ne? Und Algen. Wasser und Algen, genau. Diese Bakterienproben, die werden da schon quasi automatisch gemacht. Ich muss sie aber immer noch befüllen. Das ist das Problem. Ja, ja. Ne, wir können jetzt ja auch hier oben. Nee, ich habe ja schon einen Creator. Komm mal auf die andere Seite, wo die Raketen sind. Da steht ja schon einer rum. Jetzt müsst ihr ja, nur ja, die Drohne da hinbringen. Oh Gott, ich sterbe. Ich habe nicht auf Aber hier oben sind ja viel größere Vorratsschränke. Wir können im Endeffekt alles jetzt im Gebäude produzieren lassen. Wo ist jetzt wo ist meine Leiche? Ne, der pickt hier die Algen. Dann könnte ich jetzt hier noch sagen, Bedarf auf... Oh, hier ist meine Leiche. Nachfrage auf Wasser. Wo ist Wasser? Ach, da oben. Ja, das haben wir auch da oben. Wir haben da, deswegen habe ich diese Wassersammler noch. Ja, aber jetzt holen ja die Drohnen. Ich habe jetzt hier oben Nachfrage auf Algen, Nachfrage auf Wasser. Das heißt, die Drohnen holen jetzt Wasser und Algen und bringen die sowieso hier rein. Und dann kannst du daneben direkt so einen Creator aufbauen, der durchgehend Bakterienproben macht, ohne dass du was machen musst. Das ist nice. Samenverteilerrakete, Sauerstoff mal 1000. Okay, dann mache ich jetzt zwei von denen noch. Weißt du, dann nehme ich das Ding nämlich hier. Reiß das ab. Ich will mal dieses Anpinner-Tool noch machen. Oh, stimmt, das kann ich auch noch machen. Na, haben wir nicht mehr da, Mist. Ich Magnetzeug holen. Wo ist es denn? Anfertigungs... War noch relativ früh, oder nicht? Biomasse? Wo ist der Autocrafter? Ich finde den nicht. Ich bin schon wieder blinded by the lights. Das ist die Schreddermaschine. Das ist Recycling. Der ist irgendwo da in dem Reiter mit drin. Da ist der Autohersteller. Mal Kobalt. So, und der so. Autohersteller. Rezept wählen. Ah, da oben muss ich reinklicken. So, dann brauche ich Bakterienproben. Die müsste er jetzt eigentlich vor sich hin craftern. Blub, 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 blub. Du musst mal demnächst bei Super Duper reinschauen, ob das jetzt was gebracht hat. Hier ist noch kein Wasser drin. Ach, Wasser müssen wir bestimmt. Hast du Super als Angebot im Schrank gemacht? Du musst dann in dem Schrank, wo er das lagert, musst du Super als Angebot geben. Ach so, nee, das habe ich noch nicht gemacht. Eins, zwei. Eins, zwei. Geh mal kurz rüber, dann
Wo muss ich das machen? Ach, hier. Auf das Inventar, genau. Und da musst du auf Angebot. Also er muss das anbieten, damit die Drohne weiß, okay, hier hole ich mir Dings. Und bring sie dann dahin, wo... Ich gehe auf Angebot. Und wählst halt Superlegierung aus. Und ich habe hier im Schrank Bedarf. Wo packt das hin? Hier oben bei uns dann in den Superlegierungsschrank. Weil ich habe hier oben auf Bedarf Superlegierung gemacht. Aha, okay. Du musst dann einfach einen Container auswählen und sagen, da ist Bedarf, also oder Nachfrage. So, und jetzt fängt der nämlich schon an, hier Bakterienproben herzustellen. Mal sehen, ob jetzt hier gleich die Dröhnchen alles abholen. Super viele Leiterplatten und super viele Superlegierungen. Und wir brauchen mehr Drohnen. Ich baue mehr Drohnen. Drohne. Für Drohne brauchen wir das. Gut, dass ich Eisen geholt habe. So, habe ich genug? Ja, ich versuche jetzt den Sauerstoff weiter hoch zu pushen. Rockets? Wir brauchen Sauerstoff. Nur mit Sauerstoff. Und wo kann man jetzt das Pulsarenquarz herstellen? Wieso, wo ist das Eisen alles? Achso, Eisen ist oben. Ich weiß nicht, wo man das herstellen kann. Pulsarenquarz? Keine Ahnung. Und womit? Vielleicht auch mit diesem Autocrafter irgendwie? Aber warum vibriert hier alles? Rakete, Sauerstoff. Achso. Eisen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich schicke gerade eine Petunie nach oben. Ach, Pflanzenverteilerrakete ist noch besser. Den kann ich nicht mehr. Jetzt haben wir erstmal Samenverteiler hier oben. Jetzt muss aber der Sauerstoff mal hier nach oben spratzeln. Gibt es eine Maximalanzahl von Drohnen? Offensichtlich, oder? Keine Ahnung. Ich, wie gesagt, habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Kernfusion, Brennstoffzelle. Bitte sehr, bitte sehr, bitte sehr. Los. Bitte sehr. Ja, ein Sturm nach dem anderen hier, Ja, muss. Genetisches Merkmal. Wäre noch kompliziert, hier Tiere zu züchten. Überlegung habe ich. Triebwerk. So, die nächste Rocket. Sky Height. Ich muss mal eben hier irgendeinen Container wieder mit Dreck füllen, damit ich hier mal wieder Platz ins Inventar kriege. Sortiert wird später. Jetzt bauen wir von Kern auf. Wird ein ordentliches Lagersystem entwickelt. Im fast Vorbeispiel. Wieso ist fast vorbei? Sind wir nicht schon relativ im Endgame? Weiß ich nicht. Ist nie vorbei. Was redet der Mann? Und Achtung, die nächste Rakete. Ich hau Raketen hoch. So. Ich mach die Welt grün. Hier erstmal den Apparillo. Hä, wieso kann ich das nicht bauen? Ist viel abgestürzt? Nö. Eine Rückstand, um Handwerke zu verketten. Was? Herstellen? Eingabehilfetaste drücken. Standard Steuerung um. Auf geht's nach Supertown! Irgendwas stimmt bei mir nicht. Kann ich leider nicht sagen. Ich kann nämlich gerade keine Sachen herstellen.
Also bei mir ist alles tuschi-taschi. Mann, das Baumforschen dauert so lange. Warte ich jetzt noch, dann platziere ich die Dinger. Kann ich überhaupt irgendwas herstellen? Warte mal. Nehmen wir hier, sind da Kobalt drin, 2 Stück, ja. Na, vielleicht weil so viele Raketen in den Himmel gejagt wurden. Nee, ich kann gar nichts herstellen, gerade aus Sauerstoffkapseln nicht und so. Ich habe hier irgendeinen Bug. Ja gut, Leute, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge geht's weiter. Bewerten, kommentieren, Kreis Connected neu rein. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss! Kingling Ding.